So, was Leute, zurück zu Let's Play King Arthur Knight's Tale. Wir haben das letzte Mal Lady Boutiqa, oder wie sie auch immer ausgesprochen wird, ja, bei ihrer Quest geholfen und sie hat sich uns angeschlossen. Aber sie ist auf der Ersatzbank, sie ist, passt nicht hier rein und sehe ich auch jetzt nicht ein, dass ich sie unbedingt brauche. Dementsprechend, alles gut, alles gut. Nachdem ich Lady Isolde jetzt... Nachdem ich jetzt weiß, dass Lady Isolde jetzt nicht so Premium ist. Also doch, sie ist schon Premium, aber ihre Agilität. Sie bräuchte einen Teleportring, dann wäre sie wieder in Ordnung. Dann wäre sie wahrscheinlich besser. Aber so lange brauche ich eine Weise, eine Magierin, eine Fernkämpferin und das ist Lady Morgause. Sie wird jetzt Lady Isoldes Job übernehmen. Wenn sie noch das Motivieren hätte, wäre sie OP, Morgause. Aber vielleicht kriegt sie das ja noch. Das wäre dann richtig stark. Na gut. Wir werden jetzt als nächstes die Rückkehr des Königs erleben. Jawohl. Ach ja, und beim letzten Mal haben wir sehr viel ausgegeben. Auch für neue legendäre Items. Die müssen wir doch gleich mal testen. After Morgause's unforeseen departure, a new bloodthirsty cult. Halt! Nein, nicht das. Ich muss erst mal auf den Trainingsplatz und sie wieder runternehmen. Training beenden. Alles gut. Ja, alles gut. Dafür darfst du trainieren? Du darfst dafür trainieren, weil du bist immer noch stark. Du bist immer noch einer der Stärksten. Dementsprechend. Jawohl. Alles gut. So. Jetzt aber. After Morgause's unforeseen departure, a new bloodthirsty cult rose among the Pigs. Welcher Zufall. These madmen now ravage the countryside, kidnapping people to sacrifice them during their grim rituals. And all our efforts to track them down failed. Now a renegade moon woman revealed the location of their hideout. Let's strike them down. Before they disappear again. Wäre witzig, wenn Lady Morgause, wenn wir sie mitnehmen, auch einen Effekt hätte. Aber gut. Zerstören wir den Kult. I'll only ask once, Caintigern. Do you deny conspiring with the Iron Men? Oh, have I been found out? No matter. I will stop this madness, whatever it takes. You talk about madness while betraying your own people to those who would hunt us down like wild beasts and kill us all. You are the mad one, woman. When did the Picts become cowards, begging the Formorians to save them from the glorious carnage of battle? Do you fear death, weakling? Soon you will be begging for it. Big words. Your tribesmen are not here to save you this time. Oh, it's not the Blood Crows who will kill you. Those bastards right behind you. They will. So ist es. Und das auch noch. Oh Gottchen, was? Die Krieger der Pikten. Ja, die haben viele Lebenspunkte, aber. Your orders? Sollte kein Thema sein. No mercy for the wicked. Kehrt den Blitz. Schaut euch das an. Jawohl, ja. Time to feed the ravens. Moment, sie kann auch Eisstachel. Das geht so. Zwei nach vorne. Kneel before your king. Von hier aus. Sie kann bloß gerade. Ja, okay, dann hier hin und dann den Eisstachel noch. For my Camelot. Ich würde sagen, strong. Der stört mich. Thank you.
die. Make up your mind. Easy prey. That was delightful to watch. You know how to fight. I'll give you that. Wie ich sehe, sind wir gerade rechtzeitig gekommen. Maybe. Maybe not. The awakening of the Fulmorian is at hand by now. If it happens, we are all undone. And there are an awful lot of mad picks between us. Was ist denn unser Ziel? To the sacrificial circle in the depths of this cave. They gathered the blood of the butchered there to lure the Fulmorians to Avalon. Die Fulmoria, die dunklen Götter eures Volks. They are not gods. No matter what people say. They only take and never give. And their hunger won't be quenched until they have devoured the whole world. Verdammt. If you think Avalon is a miserable place now, wait until the Fulmorians show up. Lasst mich raten. Spätestens Akt 4 wird es so kommen. Was hofft euer Volk mit der Beschwörung der Fulmoria zu erreichen? They hope they'd rescue them from you. If only. But they are wrong. Dead wrong. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Habt ihr einen Plan? I was separated from my tribesmen. I'm afraid they'll be made to pay for my treachery. If we find them and save them, they could prove themselves useful. Na gut, dann retten wir sie dir. It's simple. Kill anything that moves, especially if it's not shaped like a human, and be quick about it. Oh, gibt's hier wohl Dinge, die keine menschliche Form haben? Mhm. Oh, sie kommt mit. Schön. Oh, sie kann zaubern. Schöne. Okay, wir haben hier eine Hauptquest. Halte das Ritual. Ist das wirklich so ein kleiner Bereich bloß? Dann retten wir doch mal die Stammesleute da lang. By Bala's rotting eye, I heard something. Ja, lauft weiter nach vorne. I fight for honor. Ja. Same procedure. The Lord is my witness. Was kann sie? Donnerschlag? Feuerstoß? Hört sich erstmal gut an. Nur, dass sie nicht stark ist. Ihre Angriffe sind nicht sehr stark. Na gut. Auserwählter der Pikten, der kann so ein Schutzschild generieren. Das ist ein bisschen uncool. At your service, my lord. What are we waiting for? We are waiting for Blitzschlag. Sehr gut, sehr gut. Okay, sie kann halt gar nichts. Oh. For my Camelot. Da ist jetzt ein Feuerfeld. Ja, das ist jetzt ungünstig, hätte ich jetzt mal behauptet. Dann stelle ich mich auch noch da rein. Sehr schön. Weg mit dem. Umdrehen. Und gut ist. Bei dir ist gut. So, Teleportation ist bei dir möglich. Möglich, sehr gut. Dann kannst du dich um die zwei wahrscheinlich kümmern. Na, ja, zumindest um einen. Den Rest musst du erledigen. Ich
Schade, ich habe nicht jeden besiegen können. Einer lebt noch. Aber es war sehr simpel, gegen Pikten zu kämpfen. Pikten sind easy. Zumindest die bisherigen. Ja, ich werde wahrscheinlich stärkere Varianten in dieser Mission kennenlernen. Oh, was ist hier los? Crows. You betrayed us and now you will pay with your lives. You dare accuse us with treachery. Men will scum. Tonight will dine on the marrow from your bones. Betrayers. Deserve. Death. I approve of that plan. Blood grows, their flesh is yours. Take it. Okay, was haben wir hier Feines? I fight for honor. Also die Strategie gefällt mir. Wir inspirieren, wir vernichten und gut ist. Ich muss bloß herausfinden, wie ich sie am besten einsetze. 4 Ziele. Na gut. Blitz, Blitz, Blitz und Blitz. Und hier noch Eis. Eis Baby. Stark. So, hier ist alles aufgeräumt. Theoretisch, die kämpfen, glaube ich, auch noch mit uns, ja. Aber werden die benötigt, ist die große Gewinnspielfrage. Werden die benötigt? I don't think so. Oh shit. Ach, das war ja gar kein Kettenblitz. Hm, ja. Ah, das war unnötig. Das war absolut unnötig. For my Camelot. Halt! I can take them all. Ja, du kannst nicht aber du kannst den schwächer machen. No mercy for the wicked. Mist, ich komme nicht direkt hinter ihn. Zum Glück ist es nicht notwendig. gefällt mir immer. Das ist wirklich ein Rätselspiel geworden. What's this? Are you in a league with the Iron Men? It was the only way. With Grand Shaman Uradek trying to summon the Fomorians into this world. The Fomorians? Impossible. Not even Uradek is crazy enough to. Don't delude yourself. What other folk would be pleased by this tasteless butchery? By the gods. The Fomorians are heading here? No, no, no! I have to get out of this wretched cave! Hm, die flüchten. Craven bastards. Come back at once and hear me out. Seht ihr, wenigstens haben sie ihre Sachen zurückgelassen. Of course. The only thing that matters. By all means. Feel free to loot our treasures like you always do. Unbelievable. Ja, mein Drum. Da ist eine blaue Sache drin. Ja, könnten mal legendären Stuff gebrauchen. So viel zu deren Stammesleuten. Die waren ja gar nichts wert. Gar nichts waren die wert. Na gut, die Fomoria, die haben Angst vor denen. Ja gut, die haben aber wahrscheinlich auch vor den Seelie Angst. Okay. Was ist hier? Eine Weggabelung. Da. Wollte gerade sagen, wo? Da. Der Schädel. Er liegt in der Luft. Muss ein magischer Schädel sein. Lauter Loot-Sachen. Verwundbarkeit, das wollen wir nicht haben. Stimmt, deswegen will ich auch einen Arkanisten eigentlich dabei haben. Andererseits gefällt mir bisher, wie man mit ihr umgehen kann oder was sie kann. Ihr Blitz und dann noch danach Eis, das ist eigentlich ganz brauchbar bisher.
Und sie kann sich selbst verteidigen mit der Eisrüstung. Gefällt mir eigentlich auch. Vielleicht brauchen wir dann gar nicht Lady Morgana. Man weiß es nicht. Was haben wir hier? Leave the girl for last. Wie wär's mit Nein? They are about to kill those captives. We have to stop them. Das ist neu. Sorgt ihr euch jetzt um das Schicksal irgendwelcher Christenbauern? Nee, es geht wahrscheinlich eher ums Ritual. Not really. But any blood spilled in this cave feeds the Fomorians. And we don't want that. In Ordnung, wir müssen vorsichtig sein. Nee, das wollen wir nicht. Natürlich nicht. Geh ich mal zu dir. Häuptling. Okay. I serve the Lord. Your head is mine. Guter Damage. Ich sollte erstmal vielleicht noch einen Blitz abfeuern. Und noch einen Blitz. For the round table. Blessings. So, Zeit zu töten. Abzuschlachten. Zu vernichten. Mist, der überlebt es. Nee. Bali, du bist ein Monster. Thank God you came. We owe you our lives. Akt 2 Gegner sind halt kein Problem mehr für mich. Oh, das ist schon stark. Finally some reward. Jawohl. The winner takes it all. Die Formaria, die werden wahrscheinlich eher ein großes Problem werden. Beziehungsweise ein neuartiges Problem. Nennen wir es mal ein neuartiges Problem. Weil die Pikten an sich, die sind kein Thema mehr. Die Pikten haben anscheinend nichts Stärkeres mehr zu bieten. Aber die Formaria oder Formoria, die sind wahrscheinlich die nächste Evolutionsstufe der Pikten für Akt 3 oder Akt 4. Wir werden dann dementsprechend häufiger unsere Gegner werden. Careful. This is a guard post. We should take them down fast before the patrol comes back. Habt ihr etwa Angst vor einer kleinen Rauferei, Zauberin? Watch your words, Knight. I've killed men for less. Versuch es. Try it. I fight for honor. Ready. I can take them all. So, schön blitzen. Blitze, blitze, blitze. Das, das, das. Das. Dann hier hin und Eis, Eis, Baby. Kill. Kill. Blitz, Blitz, Blitz. Kill! Kill! Und umschubsen. Und kill! Wie geil! 100 Schaden. Ich glaube, so schnell habe ich nur. Moderate? Ich bin gerade selbst verwundert, wie stark er geworden ist. Ich muss unbedingt mal überprüfen, wie der Schwierigkeitsgrad ist. Sind wir wirklich auf dem neuen, mittleren, höheren Schwierigkeitsgrad? Ja gut, die Gegner kommen halt nie dran. Das wird sich auch bei ganz hohen Schwierigkeitsgraden kaum ändern, weil so ist es ja das Ziel in dem Spiel.
Die dürfen nie drankommen. So, Zeit für ein Ritual. Oder auch nicht. Oh, yes. Can you feel that? The chill in your bones. The cold on your skin. Our sacrifices were not left unanswered. He is approaching. The blood we shed has thinned the veil enough for him to break through. The Nether King will come to deliver us from our enemies! All right, time to end this lunacy. Oha. What's happening? No! Don't leave us, my king! Don't leave! All our efforts were in vain. This is impossible. We must have been betrayed. Cantiger. You fools, I told you to kill her. Now she's ruined everything. Death unto her! Das sieht auch ziemlich chillig aus. Die stehen recht zusammen, finde ich mal. Inspirieren. What? Blitze. Ich muss Blitze hageln. Den. Diesmal muss ich mit einem normalen Blitz arbeiten. Auf den. So, Charge. Noch nicht. Was könnten wir stattdessen machen? Ah ja, sie kann auch nochmal. Das ist, glaube ich, gut. Außer, dass jetzt das alles im Weg ist. Die Front Row ist weg. Dann mache ich den noch schwach. At your service, my lord. Stimmt, er ist verdeckt. No mercy for the wicked. Und jetzt musst du ein bisschen wirken. Ja, wir müssen das machen. Nur Fernkämpfer, das ist schlecht. Okay, hier habe ich mich tatsächlich mal übernommen, befürchte ich. Das ist nicht so gut. Okay, der eine wird sterben. Das ist nicht so gut. Wow, sie ist fast tot. Okay. Oh, sie ist fast tot. Oh, sie hat sich einiges an Schaden zugezogen. Die haben sie halt gefokust. Ach du Schande. Hey, dreh dich um. Your command. Gee, die muss halt überleben. Blessings. Ach so, deswegen hatten sie so viel Leben. Die elendigen. Moment, der andere lebt.
hat voll viel Leben wieder. Okay, dann verstecken wir sie zumindest hinter ihm. What are we waiting for? Das ist eine gute Frage. Ich komme nicht hin. Das ist der Haken an ihr. Wenn die Gegner zu weit weg sind, dann habe ich ein Problem. Hätte sterben müssen. Gut, er hat getankt. Das ist gut gemacht, aber holy, Lady Guinevere wird eine Runde aussetzen müssen. By the gods, what a mess. In Ordnung, ihr müsst mir erklären, was hier gerade geschehen ist. That thing you saw was King Bress. König Bress? Ich habe noch nie von ihm gehört. He is one of the most powerful Fomorian of all, second only to Baelor himself. Had he managed to break through, no one in this cave would be alive now. I can't believe that idiot. Tried to summon Bress himself. Beruhigt euch, wir haben ihn doch aufgehalten, nicht wahr? For now. But I'm worried this is not the end. Ich befürchte es auch. Dort hinten ist eine Relikt-Chest, Oh, schwere Rüstung. Ach du Schande, sie muss jetzt echt jetzt... Aje, Kaffee. Die Verletzungsmarken haben ihr nicht wirklich geholfen. Ach du Schande. Ja gut, zum Glück haben wir ein Backup. Für Inspiration zumindest. Das wird knackiger dann in Zukunft. Okay. Übermut tut selten gut. Übermut tut selten gut. Das habe ich mir verdient. Lady Guinevere. Der ist besser als Sabalin. Der ist fatal. Also für Sabalin brauche ich auf jeden Fall Ersatz. Stufe 14. Sir Mordred. König Bress wurde in die Hölle zurückgeschickt. Wohin gehört? Leider sind in dem Chaos des Kampfes viele Kultisten entkommen und arbeiten zweifellos noch immer daran, ihren König zu erwecken. Wir haben nicht zum letzten Mal von ihnen gehört. So, Lady Guinevere, du musst jetzt erstmal verschnaufen. Pause und sowas. Immunität gegen Frost. Wird eine Rüstung wieder hergestellt. Ja, minus 1, also mehr AP dadurch. Ja, aber sonst finde ich es jetzt nicht so spektakulär. Nee, leider nicht. Nix dabei. Okay, die wilde Jagd ist entfesselt. Schon wieder? Die wilde Jagd fegte unerwartet und erbarmungslos durch die Dörfer und Burgen. Als meine Ritter endlich eintrafen, waren die Ski bereits spurlos verschwunden. Nur eine Handvoll Frauen und Kinder überlebten das Blutbad. Vermutlich haben die Ski sie am Leben gelassen, damit sie mit ihren grauenvollen Geschichten die Saat der Angst und Unruhe säen. Solch ein Angriff auf meine Ehre darf nicht unbeantwortet bleiben. Doch zuerst muss ich mich um die Überlebenden kümmern. Muss ich das? Na, das können wir natürlich nicht. Die Überlebenden zu Schweigen zu bringen. Ja, okay. Ja, okay. Das ist doch okay. Ja, es kostet halt Gebäuderessourcen. Das ist blöd, aber Lady Guinevere braucht Pluspunkte. Und Heilung. Also, ab in die Kathedrale, glaube ich, um alle Verletzungen zu heilen. Ja. Eine Mission lang ist sie da schon außer Gefecht und dann eine Mission noch fürs Hospiz. Das war echt fatal. Warum bin ich so dumm vorgegangen? Warum bin ich einfach so dumm vorgegangen? Das hätte nicht sein müssen. Naja, gut. Der Kettenblitz ist sehr gut. Dafür steigen wir so. AP-Kosten. Das macht, glaube ich, nichts. Das ist gut. Mordreds Geißel.
So, was lernst du noch? Gewitter. Ein Gewitter wird für... Okay, ein AOE-Angriff. Umkreis von zwei Feldern, also haben wir ein 3x3 Feld. Prinz, oder nehmen wir im Umfeld von zwei Feldern ist ein 5x5 Feld, kann das sein? Das wäre stark. Eiswand kannst auch du, Meister des Eises, Meister des Blitzes, oh, wenn wir voll auf Blitz gehen, ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, wenn Gegner sterben, plus AP, Zauberkraft, das kriegen die alle anscheinend. Das ist okay. Das ist okay, vollkommen okay. Reichweitenfähigkeit, ja, ist auch wichtig. Der Blitz. Ja. Kostet aber 1 AP mehr. Nee, das ist gut. Crowd Control, oder das? Frost, ja. Ja, doch, ist auch nicht schlecht. Rückstoß, na, nee, der Blitz macht hier schön Betäubung. So muss es sein. Und Mordred hat ein neues Level. Ah, wir müssen den Blitz weiter pushen, der gefällt mir. Verringert sich um 2. Und ein weiteres Ziel. Jawohl. Nehmen wir. Schön mehr Angriff. Mehr machen können. Oh ja. I like it very much. Warum hat er Kettenblitz? Mordred ist doch eigentlich Verteidiger, aber der hat voll die... Ja gut, das sind weiße Angriffe. Finde ich gut. Finde ich prinzipiell gut. So. Ansonsten. Ja, Lady Isolde. Bist gerade auf dem Übungsplatz. Und schon darfst du wieder runter vom Jungsplatz, weil zufälligerweise ist wieder ein Platz frei geworden, wo ich eine Weiße brauche, die motivieren kann. Das ist nämlich wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Übungsplatz. Ich hoffe, dein Training war erfolgreich. Stattdessen darf er trainieren. Okay, hat sich hier was verändert? Ja, neue Ereignisse. Okay. Sir Alun der Plünderdritte. Die frommen Priester der Kathedrale St. Brenda. Priester, okay. St. Brendanus. Was? Der brennt der Anus? Oh Gott. Begingen einen schrecklichen Fehler, nachdem der große Sturm Avalon heimgesucht hatte. In völliger Verzweiflung baten sie einen berüchtigten Raubritter darum, ihre Insel zu beschützen. Der Ritter namens Sir Alun. Und seine Schergen nahmen die Priester aus, plündern das Land und fordern weiteren Tribut. Sie waren schlau genug, sich nicht mit den Ritter der Tafelrunde anzulegen, also können wir sie vielleicht für unsere Ziele rekrutieren. Sir Alun soll ein gefürchteter Ritter im Einzelkampf sein, der immer auf der Suche nach Herausforderern ist. Vielleicht könnte ein sorgsam ausgesuchter Gesandter ihn dazu überreden, Sir Murder zu dienen. Ja, meinen Streiter... Tja, der schwarze Ritter, das hört sich nach einem Job für den schwarzen Ritter wieder an. Und religiöse Spannungen. Oh, dann weg mit dem. Was, beides? Was? Oh, Lady Guinevere, die bräuchte das eigentlich. Aber nein. Bis vor kurzem war Kingstone ein sicherer Hafen für alle Glaubensrichtungen. Vielleicht, weil alle damit beschäftigt waren, Avalons bloßes Überleben zu sichern. Jetzt scheint sich alles zu Streitigkeiten über religiösen Exzess zu entwickeln. Die Christen fordern, dass Ostern gefeiert wird, während die Anhänger des alten Glaubens ein Fest für die Frühlingssonnenwende abhalten wollen. Natürlich am selben Tag. Ironischerweise entziehen sich das Kommen und Gehen der Jahreszeiten sowie der Lauf des Mondes und der Sterne in Avalon der menschlichen Logik. Der Propst von Kingston fordert, Sir Mordred auf sich für eine Seite zu entscheiden. Und hoffe das Beste. Hä? Die Loyalität für Lady Guinevere ist nicht schlecht, aber ich möchte ja Maximum in alter Glaube. Die Frühlingssonnenwende soll gefeiert werden. So sieht's aus. Okay, wir entwickeln uns langsam in die Richtung. Ah, sehr gut.
Das ist ja auch gut für dich dann, Lady Guinevere. Mhm, Sehr schön. Okay. Ja. Halt. Raus. Blöd, dass sie jetzt angeschlagen ist. Aber so ist es. Zwei Missionen wird sie ausfallen. Das wird bedeuten, vermutlich... Ich weiß nicht, mache ich die Hauptmission als nächstes weiter? Oder jetzt die zwei Nebenmissionen mit den... Mit den Characters. Ich glaube, die Characters, auch wenn es Stufe 14 zu hoch sein könnte. Aber es wird dann halt mal eine knackige Mission, nicht wahr? Wir probieren es einfach beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.